mal her! Hey, jetzt steh endlich auf, du Faulpelz! Was ist denn los? Wieso? Hey, Schluss mit dem Blödsinn! Das ist die Prüfung der Liebe. Jedenfalls müssen wir schnellstens zu dem Opferaltar, ist das klar? Ja. Moin Leute, willkommen zu unserem Video auf Animebanger. Und heute gibt es für euch einen kleinen spontanen Podcast. Eher ein bisschen Freestyle, ein bisschen darüber reden. Und zwar geht es um das Thema, ums Udon-Gefängnis. Also was passiert jetzt mit Big Mom und was ist mit Queen? Wird Big Mom gegen Queen kämpfen und so weiter? Einfach meine spontanen Ideen dazu und wie sich das Ganze entwickeln könnte. Da ich derzeit wenig Zeit habe, da ich am Freitag schon umziehen werde in eine neue Wohnung, musste ich halt mich entscheiden dafür, euch zwar ein Video zu liefern, aber dafür eher spontan und eher mit wenig Aufwand. Also es werden auch wenig Bilder eingeblendet, da ich derzeit wirklich absolut wenig Zeit habe, mich auf den Umzug konzentrieren muss. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also wir haben ja im letzten Kapitel gesehen, dass Queen vor dem Gefängnis stand und sie ein bisschen den Tumult gehört hat. Und Big Mom ist ja gerade mit Momonosuke, Chopper und Co. auf dem Weg zum Udon-Gefängnis. Da Chopper meint, dass es im Udon-Gefängnis noch sehr, sehr viel Udon gibt, also eine Speise, ich weiß jetzt nicht genau welche, aber auf jeden Fall sind sie da auf dem Weg, damit Big Mom sich da quasi vollfressen kann, da sie natürlich Hunger hat, wie sie es immer hat. Und natürlich wird es dann zur Konfrontation kommen mit Queen und Big Mom, ist ja logisch. Jetzt gehe ich aber kurz erstmal auf Queens Power ein, also wie stark könnte er sein oder sie, wie auch immer, und was für eine Frucht könnte er haben. Dieser mechanische Arm, den er bei sich trägt, ist wirklich sein eigener Arm wahrscheinlich oder der von Kid, das kann ich nicht genau sagen. Ich kann es mir aber vorstellen, dass einer so eine Technologie benutzt, wo er quasi einen mechanischen Arm hat, der irgendeine gewisse Waffe hat oder so ein Seestein-mäßiges, wie zum Beispiel bei dem One Piece Film Z4 die hatte, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und genau deshalb kann ich mir vorstellen, dass auch ein Sanji in Zukunft gegen Queen ernsthaft kämpfen wird, dass Sanji auch eine Technologie benutzt, und zwar den Raid Suit, und haben wir noch eine Queen, die diesen mechanischen Arm oder diese Waffe benutzt, und deswegen könnte das ziemlich gut passen. Also Seestein stelle ich mir eigentlich am besten vor. Das Problem ist aber dabei natürlich, dass, wenn er wirklich eine Frucht hat, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn er einen eigenen Seestein hat, aber es ist ja eigentlich nur an seinem Arm dran. Wahrscheinlich wurde sein Arm abgetrennt und deswegen hat er diesen mechanischen Arm oder diesen Seesteinarm. Deswegen könnte ihm das eigentlich, sollte ihm das theoretisch nichts anhaben, selbst wenn er sich verwandelt oder sowas, könnte das als extra Waffe benutzen. Das muss aber nicht Seestein sein, könnte auch ein anderes Material sein, wo jetzt zum Beispiel in Wano Kuni abgebaut wird, was sehr, sehr hart ist oder ziemlich heftig ist auf jeden Fall. Mit Rüstungshaki sowieso heftig, denke ich. Und Queen wird schon, denke ich, ungefähr auf Smoothie-Level sein. Ich denke nicht, dass Queen wirklich viel stärker ist. Wenn sie dann stärker ist, dann nicht viel. Die werden so auf einem ähnlichen Level sein. Aber Queen könnte uns noch auf jeden Fall überraschen, denke ich. Und natürlich wird Big Mom ja dann am Gefängnis ankommen. Und ich glaube, dass es dort kein Udon gibt. Da man sieht ja, dass das Gefängnis nur diese Kiwi-Dangos am Start hat. Und da Big Mom ja eine Amnesie hat und gerade er wirkt wie ein kleines Kind, kann ich mir vorstellen, dass das alles sich wiederholt, wie damals mit den Semlas, wo sie auf Elbaf da rumgewütet hat und das ganze Dorf da zerstört hat. Ich kann mir vorstellen, wenn sie merkt, dass da wirklich nichts mehr am Start ist, also kein Udon, dann wird sie, denke ich, wieder ausrasten und durchdrehen. Ein wichtiger Fakt ist aber, dass sie ohne die Humis kämpfen wird, weil erstens, Napoleon scheint inaktiv zu sein, also schläft zumindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann ihn aktiviert. Prometheus hat sie anscheinend auch nicht am Start, sonst hätte sie ihn ja direkt aktiviert oder mit dabei genommen. Und sie hat ja auch Zeus nicht, weil Zeus hat ja Nami. Das heißt, eine Big Mom kämpft dann ohne ihre Homies auf jeden Fall. Und ich denke, das ist natürlich eine weitverbreitete Theorie, die natürlich ein bisschen hergeholt ist, aber ich finde es eigentlich ganz logisch, dass Big Mom durch ihre Amnesie ihre wahre Kraft nicht wirklich krass einsetzen kann. Ihre körperliche Kraft wird am Start sein und so weiter, aber ich meine jetzt so eher die Kraft dieser Frucht, wo sie Big Mom nutzt. Aber Big Mom kämpft nun mal hauptsächlich mit ihrer Teufelsfrucht und sie kann sie natürlich nicht einsetzen. Wäre sie natürlich etwas schwächer als sonst. Ich denke so 30-50% wird sie jetzt noch ihre Stärke einsetzen oder die sie noch bis jetzt noch am Start hat. Ich denke, sie wird auf jeden Fall nicht ihre 100% Stärke einsetzen. Sie wird ein bisschen geschwächt von Oda sozusagen, damit es einen coolen Kampf geben könnte zwischen Queen und Big Mom. Bei Queen ist ja sozusagen, wie es aussieht, der Aufpasser dieses Gefängnis. Wenn da eine Big Mom am Start ist, die da rumwütet, muss er sie natürlich aufhalten und er merkt auch wahrscheinlich ein bisschen, dass sie nicht in ihrer wahren Kraft am Start ist, also deswegen könnte es dann vielleicht sogar so einen coolen Kampf kommen, wo vielleicht sogar eine Queen zeigen könnte, dass sie Big Moms undurchdringbare Haut sogar durchkommen könnte eventuell. Vielleicht bekommen wir da zum ersten Mal zu sehen,
was für eine Teufelsfrucht Queen hat. Ich denke aber, Big Mom wird da alles verwüsten, das ganze Gefängnis. Ich kann mir vorstellen, dass Queen sie verletzt und dann ein Chopper und die ganzen anderen Strohbande Big Mom dann da rausholen quasi. Oder sie irgendwie beruhigen, ich weiß zwar jetzt nicht wie, aber könnte ja irgendwie möglich sein. Das Ding ist halt, wir haben ja noch Ruffy am Start und Ruffy ist halt das Problem. Wird er die Seesteinhandschellen abbekommen oder wie sieht's denn da aus? Das ist halt so die Frage. Selbst wenn er sie abbekommt, denke ich, werden sie erstmal fliehen, weil sie ganz anderen Plan verfolgen und da jetzt Queen zu bekämpfen, ist denke ich taktisch unklug, da sie jetzt auch keine Zeit dafür haben. Ich denke aber eher, dass Big Mom gegen Queen kämpfen wird erstmal und es wird eigentlich ganz interessant. Also welche Frucht kann ich mir eigentlich für Queen vorstellen? Erst dachte ich Skorpionsfrucht, aber irgendwie glaube ich da langsam nicht dann, es passt nicht wirklich zu Queen. Klar, Queen die Seuche, aber trotzdem irgendwie ein bisschen komisch, weil es gibt schon so eine Art Skorpionsfrucht von diesem einen Typ, der dieses Smile wahrscheinlich hat. Und deswegen glaube ich das nicht, dass sie das bekommt. Könnte zwar dennoch möglich sein, aber irgendwie eine Queen ist so eher so ein bisschen breiter gebaut und wenn da er oder sie eine Skorpionsfrucht hat, ich weiß nicht, ob das wirklich so cool aussehen würde. Wir haben ja bis jetzt die drei Katastrophen. Jack haben wir, der eher Mammutfrucht hat, wo er auf dem Boden ist, quasi ein so ein Tier, was auch eher auf dem Boden lebt. Dann haben wir King, der ein Flugsaurierfrucht hat, das heißt, er ist eher in der Luft tätig, also eher ein Tier in der Luft. Und dann hätten wir vielleicht noch eine Queen, die eine Frucht hat, wo quasi ein Meeresbewohner ist. Sowas wie zum Beispiel ein krasser Krebs oder irgendein mystisches, keine Ahnung, Krebswesen oder irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, irgendeine Fischfrucht, denke ich jetzt sowas nicht. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber halt irgendein Meeresbewohner, wo so ein bisschen mystisch ist. Ich könnte mir mal Krebs halt wirklich am krassesten vorstellen. Wäre zwar keine antike Frucht, aber könnte man vielleicht dennoch machen, ich weiß ja nicht. Irgendeinen krassen Krebs, würde ich mir echt krass vorstellen. Würde auch zu Queens Statur passen, denke ich. Mit seinem linken Arm auch. Kann man sich vielleicht vorstellen. Aber wirklich viele Ideen habe ich dazu nicht. Aber so irgendein Meeresbewohner als Tier, glaube ich schon, da wir jetzt wirklich zu Land ein Tier haben, zu Luft und zu Wasser wäre halt auch cool. Wäre verdammt genial. Welche Wasserwesen es noch alles gibt, die zu ihm passen könnten, fällt mir jetzt aktuell nichts ein. Denke jetzt sowas wie eine Walfrucht oder sowas nicht. Das wäre ein bisschen komisch. Keine Ahnung, kann ich mir nicht so vorstellen. Aber so ein Krebsfrucht wirklich wäre schon krass. Ist aber nur eine Idee, ist in dem Video jetzt nicht so wichtig. Also dann werden sie natürlich alle abhauen. Das Gefängnis liegt natürlich in Trümmern. Ich denke, es werden auch einige dadurch fliehen können, wie zum Beispiel ein Karibu vielleicht, der mitkommt, oder noch dieser kleine Opa, dieser Hyogoro, genau, dieser Yakuza-Boss von früher, und auch dieser mysteriöse Gefängnisinsasse, der mit diesen Augen, also ihr wisst, wen ich meine, ich nenne ihn jetzt einfach mal Odons Augen, oder laut meiner Theorie auch Komurasakis Vater, dass er da auch rauskommt. Und was ist jetzt mit Kid, ist auch so eine Frage. Bei Kid kann ich mir mehrere Sachen vorstellen, dass entweder Hawkins ihn da rausgeholt hat, ein Killer vielleicht, der irgendwie an die Schlüssel rangekommen ist oder sowas. Oder, ja, mehr kann ich mir aber aktuell gar nicht vorstellen, weil sonst würden sie ja Ruffy auch helfen. Es hat ein bisschen sehr die Frage, hat es vielleicht Kid selber geschafft zu fliehen? Ich weiß es nicht ganz recht. Wir haben ja noch Raizo am Start, vielleicht findet er ja doch die Schlüssel. Und vielleicht sogar erst ganz zum Schluss, wo Ruffy, wo Big Mom gegen Queen schon zu Ende gekämpft haben und Big Mom gerade verletzt ist. Und da kommt dann Ruffy und haut mal kurz Queen weg, also nicht weghauen in dem Sinn, dass sie ihn besiegt, dass er sie besiegt, sondern einfach nur kurz mal aufhält, dass mit alle fliehen können. Dann hauen sie einfach alle ab. Und Queen hat natürlich dann ein Problem, weil ja alle sind abgehauen und das ganze Schloss ist halt am Arsch. Also alles ist da kaputt. Was passiert aber danach? Also ich kann mir mehrere Sachen vorstellen, dass sie wahrscheinlich dann zur Hauptstadt gehen werden, weil dieser Komurasakis Vater alles ihnen erzählt und sie sich quasi jetzt dazu entschließen, die Hauptstadt einzunehmen bzw. Orochi und auch diesen Kyoshiro zu beseitigen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was macht man aber mit Big Mom? Das ist also die Frage. Wird sie ihre Erinnerungen wieder zurückbekommen, wenn sie Ruffy sieht, oder wie wird denn das Ganze sein? Was natürlich auch heftig wäre, wenn ihre Amnesie dann mitten im Kampf rauskommt. Quasi wenn zum Beispiel Queen ihm Schlag auf den Kopf gibt oder sowas, dass Big Mom sich dann Stück für Stück immer weiter erinnert, dass sie dadurch immer stärker und stärker wird und dann Queen vielleicht umhaut, sowas wäre auch krass. Und dann vollständig ihre Erinnerung zurückbekommt, weil das wäre natürlich heftig, weil dann wird es ziemlich für Chaos sorgen und die Schrullbande muss dann wahrscheinlich fliehen, weil sie kann ja nicht gegen eine Big Mom kämpfen, ist ja logisch. Es ist halt die Frage, wann Big Mom ihre Erinnerungen zurückbekommt, das ist halt ganz schwierig. Bekommt sie das erst viel später oder das ist halt so die Sache. Das könnte alles noch sehr interessant werden. Ich glaube aber, dass sie ihre Erinnerungen erst viel später zurückbekommt. Vielleicht sogar erst nach
nachdem sie die Hauptstadt eingenommen haben oder erst viel später, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass Oda es so macht, dass eine Big Mom ihre Erinnerungen früher zurückbekommt, weil dann hat die Strohbande ein Problem und wie wird es dann Oda lösen? Ich meine, besiegen können sie ja schlecht Big Mom und was machen wir mit ihr? Deswegen aktuell stelle ich mir eher vor, dass sie beim Gefängnis im Kampf gegen Queen ihre Erinnerungen zurückbekommt und dann vielleicht da wirklich ausrastet und dann wirklich da die Scheiße am Dampfen ist. Immer so bei der Hauptstadt oder ist schwierig. Die Frage ist aber natürlich auch, was macht die Strohbande danach? Weil wird sie jetzt zur Hauptstadt gehen oder was haben sie denn jetzt genau vor? Weil das ist jetzt natürlich so ein entscheidender Punkt, was man da jetzt weitermachen wird. Aber ich denke, sie werden sich erstmal alle sammeln. Vielleicht Big Mom sogar noch immer dort mit am Start ist und sie sich dann überlegen, was sie mit Big Mom machen werden. Das ist halt ganz, ganz schwierig, was Big Mom, in welche Richtung will jetzt Oda gehen? Was macht er mit Big Mom? Das ist wirklich heftig und krass wäre natürlich, wenn jetzt sich alle versammeln. Dann haben wir da Zeus am Start, der neben Big Mom da ist. Das wäre auch irgendwie lustig. Ich würde es irgendwie lustig finden, wie da Big Mom reagieren würde. Ist aber ganz, ganz, ganz schwierig, was man mit Big Mom jetzt macht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, was Big Mom jetzt machen wird und wann sie ihre Erinnerungen zurückbekommt. Weil es ganz, ganz schwierig und vor allem, wann sie die Erinnerungen zurückbekommt. Erst später oder jetzt schon im Gefängnis. Angenommen, Big Mom bekommt ihre Amnesie wieder überwunden im Udons Gefängnis, dann wird sie vielleicht Queen sogar besiegen oder außer Gefecht setzen. Aber ich denke, Queen wird auf jeden Fall in naher Zukunft wieder auftauchen, um dann gegen Sanji vielleicht zu kämpfen im Krieg. Aber mehr habe ich zu diesem Thema echt nicht zu sagen. War eher so ein kleiner Podcast, wo ich ein bisschen Freestyle geredet habe, was mir alles eingefallen ist. Und ich finde, es ist schon ziemlich logisch, dass Big Mom gegen Queen kämpfen wird und Big Mom erstmal am Anfang oder vielleicht sogar im ganzen Kampf nicht ihre volle Stärke nutzen kann aufgrund der Amnesie. Ich bin fest davon überzeugt, dass Big Mom nicht ihre volle Stärke nutzen kann bis jetzt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten gebt dem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Fall sehen wir uns dann wieder am Sonntag bei einem weiteren Livestream. Ciao, euer Anime-Banger.